hier bin ich wieder. Heute geht es um die Amsel, um die junge Amsel, die wir gesehen haben das letzte Mal, die so hinter dem Hasendrahtzaun in der Hecke beim Nachbarn lebte, und um Erdbeeren und Amseln. Und es geht noch um einen weiteren Schädling. Also Amseln sind nicht nur Schädlinge, das ist alles nie nur positiv oder negativ. Ich mag Amseln sehr gerne, aber sie gehen natürlich auch an die Erdbeeren. Aber da kann man sich ja helfen. Und es geht um die Gespinstmotte im Apfelbaum. Das habe ich eigentlich, glaube ich, vorletztes Jahr zum ersten Mal gehabt. Da war es ganz schlimm. Ich habe versucht, die zu entfernen, habe es letztes Jahr wieder gemacht. Da war es schon weniger. Heute, also dieses Jahr ist es jetzt wieder, aber noch weniger. Aber ich versuche, die immer abzumachen, einfach um sie, sich am Vermehren zu hindern. Das ist die einfachste Methode. Alle erwischt man sowieso nicht, dann hängen dann irgendwann doch nochmal welche dann ganz oben in der Spitze, wo man gerade nicht rankommt. Aber das ist auch nicht so dramatisch. Das bringt den Baum nicht um. Aber solange das nicht zu sehr überhand nimmt. Aber ich möchte das schon einbinden. Also man kann es erkennen, Federn und dahinter ein blutiges Vögelchen. Also der Maschendrahtzaun war wahrscheinlich dann letztendlich doch eher eine Falle als ein Schutz. So sieht das aus, wenn die Viecher da drin sind. Das ist nicht besonders lecker. Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt erkennen kann. Für eine Aufnahme müsste ich den anderen Foto nehmen. Das ist ur. Also ich muss sagen, sind doch bis jetzt wesentlich weniger als letztes Jahr. Und vielleicht durch regelmäßige Vernichtung dämmt sich das zumindest ein. Ist auch nicht so, dass deswegen der Apfelbaum jetzt riesen Schaden nehmen würden. Die fressen die Äpfel an, also die Äpfel gar nicht, die Blätter an, und sieht halt eklig aus. Da verliert er vielleicht ein bisschen Kraft, der Apfel, aber so doll ist es nicht, aber ich mache es trotzdem. Jetzt ist es doch fast nicht zu fassen. Sehe ich hier eine Amsel wegfliegen, dann könnte man sie wieder hassen. Denk hier an den Erdbeeren, das sieht verdächtig aus. Und es geht schon los hier. Die erste noch grüne Erdbeere angepickt. So, jetzt kommt ein Netz drüber. Jetzt habe ich im Moment keins. Zum Glück, weil hier kommt immer so ein... Ja, der wird auch schon. Kommt nämlich immer so ein dünneres Netz drüber. Das benutze ich nur einmal. Sie hat aber jetzt was ganz Tolles, meine Nachbarin. So ein stabiles und trotzdem kleinmaschiges. Ich habe nur so ein großmaschiges, stabiles. An Johannisbeeren sind sie übrigens auch schon die Pilze. So, jetzt hat es natürlich nicht die ideale Form, aber ich möchte es auch nicht zerschneiden. Hier vorne an die Weißen, also hier oben, an die Weißen, die hier sind, die auch kleiner sind, da gehen die eh nicht dran, hoffe ich. Ist auch riesengroß, aber eher lang und schmal, also irgendwie, naja, aber es geht. So, da das groß genug ist, mal ist jetzt doch überall drüber. Das ist ein Riesennetz. Das mache ich hier nochmal fest an der Seite, indem ich hier
Ich stecke es nur leicht rein, ich will ihr jetzt nicht kaputt machen. Nur dass es nicht. Aber das ist ein sehr gutes Netz. Tja. Eben war sie noch draußen. Und jetzt ist sie reingeflogen durchs Netz. Kann man nur hoffen, dass sie wieder rauskommt. Kann man ja nur hoffen, denn hier ist alles voller Mücken, dass das Fleißige bei dem feuchten Wetter sind, überall die Mückenlarven. Fleißige Mückenfresser.